kommt jetzt die ganz, ganz große Rallye nach der Einigung zwischen McCarthy, dem Führer der Republikaner, und Joe Biden auf einen Schuldendeal. Dieser Schuldendeal muss noch am Mittwoch durch das Abgeordnetenhaus, da ist die Abstimmung angesetzt, und dann wahrscheinlich Ende der Woche in den Senat. Und das könnte alles noch ein bisschen tricky werden, denn Janet Yellen hat gesagt, am 5. Juni, also nächster Montag, da wird mir dann das Geld ausgehen, da wäre dann praktisch die Kasse komplett leer. Wir wollen uns mal die aktuelle Ausgangslage anschauen. Was würde dieser Deal beinhalten zwischen Biden und McCarthy? Die Schuldenobergrenze würde für 2 Jahre angehoben. Einsparungen oder Spending Cuts, das was man nicht ausgibt, würde mal gerade 50 Milliarden Dollar betragen. Dann nach 2025 keine Budgetbegrenzungen mehr. Ich kann mir vorstellen, als Republikaner in den USA ist man darüber mäßig begeistert. Wir werden gleich sehen, dass es da schon erste Stimmen gibt, die das nochmal praktisch zeigen. Dann hat man nochmal die Verteidigung ein bisschen angehoben. Aber hier sehen wir, insgesamt betragen diese Einsparungen 50 Milliarden Dollar oder 0,2% des BIPs. Der Unterschied zwischen dem, was ohne diesen Schuldendeal passiert wäre und mit diesem Schuldendeal ist gleich 0, 50 Milliarden Dollar, das ist ein Viertel dessen, was Nvidia letzte Woche in wenigen Minuten praktisch an Marktkapitalisierung zugelegt hat. Das zeigt so ein bisschen die Dimension, wie lächerlich das eigentlich ist. Man kann nicht wirklich von Einsparungen reden. Wir haben die Situation, wie Sven Hendrik das hier zeigte, dass die Amerikaner ja schon über 1 Milliarde Dollar alleine pro Tag an Zinsen bezahlen. Und das wäre so, als wenn Eltern sagen ihren Kindern, pass auf, wir nehmen 4.000 Dollar mehr Schulden auf, aber wir fahren die Ausgaben um 50 Dollar zurück. Aber in 2 Jahren dann gibt es gar keine Grenze mehr. Dann nehmen wir nur noch Schulden auf und machen gar keine Einsparungen mehr. Also das ist eine ganz schwierige Geschichte. Und Ted Cruz sagt hier, nachdem es so ist, dass die Parteien gegenseitig sich den Sieg zuschieben, das war natürlich zu erwarten, aber jedenfalls die Republikaner haben gesagt, in Gestalt von McCarthy, das ist ein großer Sieg für uns Republikaner, klar, er muss diesen Deal ja auch verkaufen. Ted Cruz glaubt nicht an diesen großen Sieg. Er glaubt, dass die Schulden eben weiter nach oben gehen. Es gibt 4 Billionen Dinge, die praktisch ein Blankoscheck für die Demokraten sind. Also Ted Cruz ist ja ein sehr prominenter Republikaner, findet das schon mal sehr, sehr schwierig. Dann Lindsey Graham, der auch sehr prominent ist, der sagt, das ist letztendlich etwas, wovon China profitieren wird, warum auch immer. Jedenfalls die Situation im Abgeordnetenhaus wie auch im Senat ist relativ knapp. Die Republikaner haben 221 Stimmen im Abgeordnetenhaus, die Demokraten 213, die Demokraten im Senat 51, die Republikaner 49. Das bedeutet, da muss viel, viel Zustimmung kommen, sowohl bei den Republikanern als auch bei den Demokraten, denn es wird auf jeden Fall auf der rechten Seite, der Freedom Caucus der Republikaner, wohl dagegen stimmen, und die Linke dürfte auch bei den US-Demokraten nicht allzu begeistert sein. Wir werden sehen, was da passiert am Mittwoch. Jedenfalls gibt es da dann noch ein paar Hindernisse, nämlich dieser Schuldenstreit. Das könnte schwierig werden, gerade mit dem Senat, denn da gibt es Handhabungen, bestimmte Dinge zu verzögern. Und manche Abgeordnete haben schon gesagt, wir werden diese ganze Geschichte verzögern, aber am Montag geht der guten Janet ja das Geld aus. Wie auch immer, wir sehen, dass die T-Bills reagieren, also diese Anleihen, die ja vorher Alarm geschrien haben, Renditen sind ja massiv nach oben gegangen. Jetzt scheint man hier zurückzurudern. Wir sehen, dass die Renditen wieder etwas fallen. Sie liegen aber dennoch über dem Niveau, das wir noch am Ende April gesehen haben, als dieser Schuldenstreit noch ein bisschen weiter weg war. Also da ist immer noch eine gewisse Risikoprämie eingepreist, auch wenn da jetzt schon vieles ausgepreist wurde. Und Holger Cepic fragt, ja, sind die Anleihemärkte denn nicht mehr schlauer als die Aktienmärkte? Denn die Aktienmärkte waren super entspannt, der VIX ganz tief. Wie gesagt, noch ist die ganze Geschichte nicht vom Tisch. Wir werden sehen, wie das Ganze ausgeht. Jedenfalls hier diese Diskrepanz zwischen Anleihemärkten und Aktienmärkten jetzt etwas geringer. Jetzt kommt aber die Frage, selbst wenn das jetzt passiert, also wenn Abgeordnetenhaus und dann Senate zustimmen, dann die ganze Geschichte ihren Gang geht, dann müsste
Die gute Janet Yellen innerhalb von wenigen Wochen 700 Milliarden Dollar an neuen Schulden aufnehmen. Bis Ende September sind es 1,2 Billionen. Das heißt, wir haben dann eine massive Flut von Angebot an Anleihen. Die muss jemand kaufen. Diese Liquidität muss irgendwo herkommen und sie wird damit zu einer Konkurrenz praktisch für die Aktienmärkte, nachdem Janet Yellen ja keine Anleihen mehr ausgeben konnte in der letzten Zeit, weil eben die Schulden Obergrenze erreicht war, würde dann das Gegenteil passieren. Es kommt eine richtige Flut. Damit kommt es zur Liquiditätskonkurrenz. Das dürfte für Aktienmärkte und Anleihemärkte ein bisschen schwieriger werden. Also könnte sozusagen gerade dieser Schuldendeal, der ja jetzt schon mehrfach eingepreist ist, Schwierigkeiten bringen, wenn er denn kommt. Und was auch dann wichtig ist für die Amerikaner, diese Student Loan Payments starten dann wieder ab 31. Juli. Also diese Studentenkredite ist in den USA ein riesiges Thema. Jeder, der studiert hat, hat in der Regel einen Kredit aufgenommen, sitzt auf sechsstelligen Schuldenbergen, müsste dann noch mit Zinsen bezahlen. Das wiederum dürfte den Konsum schwächen. Die Amerikaner insgesamt, der Staat USA hat ja seit 2020 mal eben 8 Billionen an Schulden aufgenommen. Das muss man sich vorstellen. Aber zweite Konsequenz neben dieser Liquiditätskonkurrenz, das ist hier die Frage, wie schaut es denn aus mit den Zinsen? Wir hatten am Freitag die PCE-Verbraucherpreise höher als erwartet. Der Markt hat das in Euphorie über den Deal, den man schon voreilig ein bisschen eingepreist hatte, der aber den dann erst am späten Samstagabend kam. Jedenfalls hat man das ein bisschen ignoriert. Aber wenn jetzt hier dieser Schuldenstreit sich erledigt haben sollte, dann dürfte der Weg frei sein für eine weitere Zinsanhebung im Juni. Wir sehen, die Wahrscheinlichkeit liegt etwa bei 60%. Wir haben jetzt morgen noch die JOLTS, also die angebotenen Stellen, und am Freitag vor allem dann die US-Arbeitsmarktdaten, aber insgesamt sehen wir eben bei der Inflation, da ist wenig Rücklauf. Manche Kategorien sind sogar gestiegen im Vergleich zum Vorjahr. Wenn wir etwa Median CPI von der Cleveland Fed anschauen, die Sticky CPI von der Atlanta Fed, also die Inflation, die dauerhaft ist, die nicht so schnell vorbeigeht, da sind die Dinge weiter nach oben gegangen. Also die Hoffnung derjenigen, die gesagt haben, die Inflation, die wird in sich zusammenfallen, dementsprechend wird die Fed die Zinsen senken, die ist nicht eingetreten. Die war allerdings ja ein entscheidender Grund für diese Rallye. Hier sehen wir nochmal in den Fed Minutes, da sehen wir, dass die Fed gespalten ist. Es gibt viele, die besorgt sind, die da in diesem Camp sind die meisten. Andere sagen wie Paul, wir machen mal eine Pause. Andere sagen, naja, keine Ahnung, wie es weitergeht, wir müssen reagieren. Also das wird jetzt eben die nächste Geschichte, zumal jetzt praktisch die Sparquote wieder runtergegangen ist. Die Leute konsumieren, gleichzeitig steigen die Löhne wieder. Also eine giftige Mischung für die Fed, die muss dann wohl reagieren. Und ähnlich hat es schon Mester gesagt, Loretta Mester, in Reaktion auf eben diese PCE-Verbraucherpreise am Freitag. Da muss etwas passieren und passiert ist etwas beim Dollar. Da gab es ja den großen Abgesang auf den Dollar, zuletzt dann Druckenmiller, der legendäre Hedgefondsmanager, der gesagt hat, also ich bin so unsicher, die Dinge sind so unsicher derzeit, es gibt nur eine Gewissheit, der Dollar wird fallen, zumindest im kurzen Zeitfenster hat er das Gegenteil gemacht. Gucken wir jetzt nochmal auf die Märkte, auf die Wall Street. Hier sehen wir, es gibt ja beim S&P 500 11 verschiedene Sektoren und drei davon sind im Plus. Technology mit fast 34%, Communication Services auch sehr deutlich im Plus und Consumer Discretionary mit 18% im Plus. 8 von 11 Sektoren sind im Minus. Dennoch ist der S&P 500 9,5% gestiegen seit Jahresbeginn, weil eben diese Sektoren, vor allem der marktschwere Tech-Sektor, das Ganze hier nach oben gezogen hat. Jetzt sehen wir beim Nasdaq ein RSI, also ein Maß für Überkauftheit oder Überverkauftheit, ein RSI auf wöchentlicher Basis über 70. Man ist außerhalb der Bollinger Bänder. Das gab es zuletzt nur einige Male. Aktuell sind wir auch im kurzen Chart weit über den Bollinger Bändern. Normalerweise definiert das eine gewisse Handelsspanne. Gleichzeitig hat der Nasdaq 100 jetzt 81,6% seines Falls seit dem Hoch im November 2021 wieder wettgemacht. Also kommt jetzt in eine charttechnisch sehr, sehr relevante Zone. Und Maverick of Wall Street
Er hatte diesen Begriff gebraucht. Wir haben eine Blase innerhalb eines Bärenmarktes. Wir haben einen Bullenmarkt beim Nasdaq und SMH, das sind Chipwerte. Und wir haben bei Energie, das ist XLY, dieses ETF, und XRT bei Konsumenten, Retail, haben wir einen Bärenmarkt. Wir haben einen Bärenmarkt bei den meisten Aktien. Der Breath ist miserabel. Während Tech gleichzeitig so hoch steht zum S&P 500 wie zuletzt in der Dotcom-Blase. Und Michael Guyett sagt hier zu Recht, wir sind jetzt in der Blow-Off-Phase, also in der Phase der massiven Übertreibung. Man kann viel Geld machen in diesen Phasen, aber man sollte eben auch dann wissen, okay, dieses Geld kann man sehr, sehr schnell verlieren, weil die Dinge einfach viel zu extrem gelaufen sind. Extrem gelaufen waren auch chinesische Aktien. Die sind eine Zeit lang ja in dieser Euphorie, Wiedereröffnung von China, sind die sehr, sehr stark nach oben gelaufen. Jetzt schon wieder 20% nach unten gerutscht. Auch heute wieder chinesische Aktien verkauft. Wir sehen auch, dass diese Entkoppelung zwischen den USA und dem, zwischen China und dem Westen weitergeht. Gerade USA, China etwa, asiatische Container nach USA 19% gefallen zum Vorjahresmonat, Shipments from China to USA 20% gefallen. Also das ist schon relativ krass, wie stark diese Dinge zurückgehen. Wir haben hier eine Entkoppelung, gab es jetzt gestern einen kleinen Skandal, als China gesagt hat, der Verteidigungsminister der USA hat einem Treffen gebeten, das wurde von chinesischer Seite abgelehnt. Das Weiße Haus und das Pentagon sagten, das sei extrem besorgniserregend, auch die Lage für die türkische Lira, die jetzt unter der Marke von 20 handelt. Neues Allzeittief, nachdem Erdogan die Wahl wieder gewonnen hat. Die Währungsreserven schmelzen immer weiter ab, aber es gibt einige arabische Staaten, die Scheichstaaten, die offenkundig Geld nach Türkei pumpen. Also die versuchen, die Türkei zu unterstützen, die sonst vor einer Staatspleite stehen könnte, wenn das so weitergeht mit diesen Währungsreserven. Das sind diese geopolitischen Dimensionen. Jetzt kommen wir mal zu den lokalen, zu den Fußballdimensionen. Borussia Dortmund gestern in dünnem Handel, war ja Feiertag, aber dennoch Handel in Deutschland massiv verprügelt. 28% gefallen, ja, das war für Dortmund-Fans sicherlich ein bitterer Tag. Wenn wir jetzt zur deutschen Wirtschaft kommen, sehen wir, dass das Beschäftigungsbarometer des IFO gesunken ist. Die Unternehmen werden vorsichtiger jetzt einzustellen. Das heißt, wir haben ja jetzt offiziell bereits in Deutschland eine Rezession mit zwei Quartalen hintereinander negativ. Jetzt sehen wir, dass die Unternehmen langsam vorsichtiger werden, auch in Sachen Einstellungen. Der Arbeitsmarkt ist immer ein nachlaufender Indikator. Hier scheint es jetzt zu beginnen. Und abschließend, meine Damen und Herren, will ich Ihnen drei Artikel empfehlen. Hier nochmal, warum das noch nicht so wirklich sicher ist, ob dieser ganze Schuldendeal wirklich zustande kommt. Was da genau zu beachten ist, sehen Sie in diesem Artikel Schuldenstreit, warum das Abkommen ein fauler Kompromiss ist. Dann haben wir jetzt einen nachhaltigen Ausbruch gesehen bei S&P 500 und DAX. Der DAX in den letzten Tagen eher schwach, bis auf den Freitag, wo er die Rallye der Wall Street ein bisschen mitgemacht hat. Fake-Ausbrüche am Aktienmarkt, zweite Empfehlung. Und die dritte Empfehlung. Meine zweitbeste Freundin Cathie Wood hat die viel zu früh verkauft. Sie hält die Nvidia-Aktie für viel zu teuer. Und da bin ich absolut bei ihr ausnahmsweise. Also diese drei Empfehlungen. Ich sage jetzt Servus und Ciao.